LED und X27, es Dance, Boys vs. Girls, die Zuschauer vs. Younes. Was hatte die neueste Ausgabe von Let's Dance bei RTL und RTL Plus alles zu bieten? Ein quietschbuntes 80er-Jahre-Revival. Ein hart umkämpftes Boys vs. Girls Battle und wie immer einen dramatischen Exit. Doch ein Mann schickte sich an, allem und jedem die Show zu stehlen, Jorge González, 55. Der wird in absehbarer Zeit ein Problem bekommen, seine schrillen Outfits zu toppen. Als hätte sich ein Mitglied der königlichen Garde nach Vorbild von Pietro Lombardi vorsichtig eine Schirmmütze auf die Bärenfellhaube drapiert, so saß Jorge neben seinen perplexen Jurykollegen. Zuschauerinnen und Zuschauer verarbeiteten diesen Anblick gerade noch, da war der erste und überaus erfolgreiche Promi-Tanz schon vorbei. Ex-Kunstturner Philipp Boy, 35, und Patricia Lionel, 28, räumten 25 Punkte ab und schafften eine kleine Sensation. Joachim Lambi, 58, bedachte sie mit 9 Zählern und damit eine mehr als jeweils Mozi Mabuse, 41, und Turmfrisur Georges. Nach solidem tänzerischen Mittelmaß der Stars Ali Güngör Müs, 46, Chris Antikavazzi, 34, und Sally Özcan legten zwei Konkurrenten richtig los. Zuerst sammelten Mentalist Timon Krause, 28, und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova, 35, starke 26 Punkte, das hatte selbst der Gedankenleser nicht kommen sehen. Direkt im Anschluss ballerten Ex-Bachelorette Sharon Battiste, 31, und Christian Polank, 44, gar eine 28-Punkte-Performance raus. Wie 30 Punkte fühlten sich derweil die 22 ertanzten Zähler von Twitch-Star Jens Knossi Knossala, 36, mit seiner Partnerin Isabel Edwardson, 40, an. Der galt bislang als zwar bemühtes, aber recht ungelenkes Sorgenkind, nicht so an diesem Abend. Apropos 30 Punkte, die hatten Model Anna Emakova, 22, und Valentin Lusin, 35, in der Vorwoche abgeräumt und damit endgültig den Status als Staffelfavoriten untermauert. Dementsprechend hoch war allerdings auch der Druck in dieser Folge. Wie ein alter Tanzhase hielt Emakova diesem aber nicht nur stand, sondern lieferte einmal mehr ab, knapp an der Perfektion vorbeigekratzt gab es auch hier 28 Zähler. Bachelorette und Bäckertochter teilten sich damit den ersten Rang der Ausgabe. Kontrastprogramm bei Handballspieler Michael Mimi Kraus, 39, und Maria Maxina, 25. Selbst Mozi hatte bei dem Tanzpaar Probleme, positive Aspekte zu finden, mit 10 Punkten stellten sie das Schlusslicht der vierten Folge dar. Umso wichtiger die Spezialdisziplin des Abends, bei der die männlichen gegen die weiblichen Stars gegeneinander antreten mussten und so an kostbare Extrapunkte gelangen konnten, eigentlich. Denn weil beide Teams ablieferten und die Jury daher zu einem Unentschieden von jeweils 9 Punkten kam, hatte Boys vs. Girls absolut keine Auswirkung auf das Ergebnis. Einzig der Zeitpunkt der Verkündung wurde so um solide 45 Minuten nach hinten verschoben. Doch auch die Jurypunkte spielten diesen Freitag eine untergeordnete Rolle. Denn obwohl Younes Zarou, 25, und Malika Zoumev, 31, fast doppelt so viele Punkte wie Mimi nebst Maria ergattern konnten, reichte es am Ende nicht für das Paar, trotz wohl bester Staffelleistung.